Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem Video mit der lieben Marita, in dem ich Sie einmal interviewen möchte, was Ihre Erfahrungen mit unserer Strategie-Session waren. Vielleicht überlegst auch du dir gerade, ob du dich für die Strategie-Session anmelden sollst, ja oder nein. Vielleicht kurz als Erklärung zu meinem Hintergrund. Ich sitze hier gerade wirklich im letzten freien Raum in unserem Büro, in unserem Tonstudio. Alle Meetingräume, alles ist brechend voll heute und es wird noch sauber gemacht. Und ich habe mich jetzt hier verkrümmelt, um mit der Marita über ihre Erfahrungen mit der Strategie-Session zu sprechen. Und ich würde sagen, jetzt vielleicht am Anfang, liebe Marita, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor, sagst, was machst du, wem hilfst du und wer bist du? Ja, super, super lieben Dank, dass ich hierbei sein darf. Und vor allem vielen, vielen Dank für die Strategie-Session, die ich ja bei dir hatte vor 3 Wochen. Warum ich daran teilgenommen habe, war ja dieser Punkt, weil ich einfach nach vorne gucken wollte. Also, aber erst zu mir, ich bin Marita. Ich unterstütze Frauen dabei, ein gesundes Essverhalten zu erlernen, um einfach wieder ein gesundes Körperbewusstsein zu haben und damit auch ihr Wohlfühlgewicht zu erreichen. Ganz ab von Diäten und Shakes und dem ganzen Kram, was man so alles auf dem Markt kriegt, sondern wirklich einfach wieder ein bisschen glücklicher zu werden und happier und wirklich auch eins zu sein. Also der Körper, Geist, alles wieder richtig schön im Einklang. Genau, das ist das, was ich mache. Die Strategie-Session hatte ich vor 3 Wochen. Das war so der Punkt, wo ich dann gedacht habe, okay, ich habe gerade so einen Umbruch in meinem Leben gehabt und wollte einfach jetzt mit meinem Business auch wieder endlich nach vorne kommen und ein bisschen was erreichen. Und ja, genau, das war dann das, warum ich die Strategie-Session auf jeden Fall gebucht hatte. Warum? Was war damals der ausschlaggebende Grund? Warum du gesagt hast, komm, das mache ich jetzt. Ich mache das mit dem Typen mal. Ich schaue mir das mal an. Ich möchte mal was hören, was der mir da so zu erzählen hat. Und ja. Also das ganz erste Mal so richtig auf meinem Schirm seid ihr erschienen. Ich war in eurer Gruppe drin und ihr hattet das Angebot, dass ihr Landingpages analysiert. Dann habe ich gedacht, ach, ich versuche es mal ganz ohne irgendwas. Und dann war ich gleich die Erste und ich dachte so, wow, was ist das? Wie geil ist das bitte? Da war das erste Mal, dass ihr, also das Pro-Charisma so richtig auf meinem Schirm war. Und dann war das so ein bisschen, dann habe ich mich halt ein bisschen mehr auch bei euch eingelesen, ein bisschen mehr Videos geschaut und mal richtig geguckt. Und dann gab es eine Einladung von euch zu dieser Strategie-Session. Ich habe gedacht, okay, ich wage es jetzt einfach mal. Ich war halt gerade an so einem Umbruchpunkt. Ich habe jetzt den Mut gehabt, wirklich zu sagen, ich gehe jetzt nach draußen mit meinem Business. Und zwar so, dass ich auch wirklich Geld damit verdiene und nicht nur ja, so hobbymäßig das jetzt mache. Und ich weiß halt, dass das, was ich tue, unheimlich wichtig ist, weil gerade das Thema Körperbewusstsein ist ja auch ein ganz großes bei Frauen. Also ich kenne kaum eine Frau, die wirklich zufrieden mit sich ist. Und also habe ich dann gesagt, okay, ich mache das jetzt. Ich will jetzt wirklich durchstarten. Mein Sohn geht nächstes Jahr in die Schule und der soll auf die Montessori-Schule. Und da muss ich einfach, das muss finanziert werden. Und mit einer Teilzeitstelle, ich als Alleinerziehende, ich kriege das gar nicht hin. Also musste ich was tun und dann habe ich tatsächlich gewagt. Ich habe es dann gemacht, ja. Was hat sich seitdem bei dir getan? Also es ist 2, 3 Wochen her, dass wir gemeinsam miteinander telefoniert haben. Genau. Ich erinnere mich, ich war zu dem Zeitpunkt auch auf Teneriffa. Und du bist in die Session gekommen und hast gesagt, dass du, ich glaube, im Zeitraum davor, in so 4 Monaten oder sowas, einen neuen Premium-Kunden gewonnen hattest für deinen Kurs. Was hat sich getan, seitdem du in dieser Session warst? Was tut sich bei dir? Wo stehst du? Also während der Session habe ich dich ja gefragt, was soll ich jetzt tun, um einen Kunden zu kriegen, damit ich das Programm buchen kann, damit ich bei euch dabei sein kann. Und du hast mir dann so eine, ja, ganz kurz einfach so Impulse gegeben und dann habe ich das direkt umgesetzt. Wir haben donnerstags telefoniert, montags ging ich das erste Mal live und habe dann in einer Woche 7 Strategiegespräche gekriegt, habe 2 Abschlüsse gemacht und ich habe in den 3 Wochen jetzt gut 60 neue Gruppenmitglieder und das alles komplett ohne irgendwie auch nur irgendwas zu investieren, außer halt Zeit und mein Wissen. Also nicht einen Cent in Facebook-Werbung gesteckt oder sowas. Also wirklich der Wahnsinn. Total cool. Und ich finde auch, das zeigt total stark, wie wertvoll es ist, mit einem Thema, was so wichtig ist, wie das, was du es hast, rauszugehen und einfach auch gerade den Leuten, die dich brauchen,
zu zeigen, dass es dafür quasi, ja, ich möchte es mal eine Anlaufstelle gibt, nennen, und zum Beispiel deine Facebook-Gruppe, in der sie sich versammeln können, in denen sie offen sein können, in denen sie sich austauschen können. Und dass du da so tollen Zuspruch bekommst, dadurch, dass da einfach so viele neue Leute reinkommen und sich da gegenseitig austauschen und eben auch mit dir in Kontakt treten, nicht nur irgendwelche Karteileichen sind. Ich finde, es zeigt so sehr, wie wichtig dein Thema ist und wie toll das ist, dass du diesen Schritt gemacht hast und gesagt hast, ja, ich lasse mir dabei helfen und ich gehe einfach weiter in die Online-Richtung. Ne? Ja, genau. Mhm. Gibt es vielleicht jemanden, eine Zielgruppe, wo du sagen würdest, hey, für den ist die Session total geeignet, und vielleicht auch jemanden, wo du sagst, ja, für den ist es nichts, der soll das nicht machen? Also das kann ich natürlich nicht sagen. Ich war bei mir anfangs, also ich wollte schon immer online gehen, aufgrund dessen, dass ich ja alleinerziehend bin und das einfach auch von der Zeit her sonst nicht anders packe. Mhm. Ja, ich hatte bei mir auch Zweifel bei meiner Zielgruppe, weil ich einfach dachte so, puh, wer macht denn bitte so einen Online-Kurs? Die meisten geben 20 Euro für einen Plan aus. Ich denke so, jetzt dann so ein Premium-Programm, das ist schon ein bisschen eine andere Sache. Und also ich glaube tatsächlich, es kann für jeden funktionieren, wenn man sich öffnet dafür, wirklich zu sagen, okay, ich gehe einen anderen Weg. Ich gehe halt weg vom, beziehungsweise weg vom Offline. Man muss ja nicht komplett weggehen, aber so ein bisschen. Ergänzt sich super, ne? Genau. Und man muss einfach offen sein, auch offen für die ganze Technik, die dahinter steht. Und natürlich, womit ich auch am Anfang echt Schwierigkeiten hatte, ist die Videos, die Live-Videos, dass die Leute das wirklich live sehen und dich live erleben. Das war für mich eine große Hürde, weil wenn ich die jetzt hier sehe, dann ist das was anderes. Jetzt, wenn ich ein Video aufnehme, dann sehe ich mich und ich sehe die ganze Zeit mich. Das ist eine verdammt große Hürde. Aber wenn man dazu bereit ist, glaube ich, kann es tatsächlich bei allen funktionieren. Wow. Ja, glaube ich schon. Mhm. Toll. Ich merke es auch ganz oft, dass Leute zu mir sagen, hey, ich kann total gut von einer Menschenmenge sprechen, ich halte Vorträge, aber von einer Kamera, ich halte es nicht aus, weil man halt nur in dieses schwarze Loch guckt und nicht halt die Reaktion sieht der Leute, sondern das sieht man halt erst später. Und aber auf jeden Fall toll, dass du den Schritt gegangen bist und gesagt hast, ja, ich traue mich mal live zu gehen. Und es hat sich ja ausgezahlt, ne? Das hat man ja gemerkt. Ja. Was sind deine Ziele für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate? Was möchtest du da erreichen? Also was ich möchte jetzt mindestens 10 Mitglieder in meinem Kurs haben jeden Monat. Und ab nächstes Jahr möchte ich gerne wirklich eine große Gruppe haben, die wir dann auch von den Sachen noch aufteilen können. Und wo ich dann auch einfach für mich sagen kann, ich habe mal 2 Monate frei, wo ich wirklich aktiv auch mit meinem Sohn, der ist halt 5, der ist halt nicht 10 oder 12, sondern der ist 5, der braucht mich, auch wirklich aktiv Zeit haben kann, ohne immer im Hinterkopf zu haben, oh, ich müsste aber noch und ich müsste eigentlich dies noch und ich muss das noch. Und genau, und natürlich für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass ich einfach die Startgebühr von der Schule bezahlen kann. Ja. Mhm. Cool. Angenommen, jemand hat jetzt hier dieses Video geschaut, der das Gefühl hat, hey, mit der Marita, mit der muss ich jetzt sofort Kontakt aufnehmen. Ich brauche die nämlich. Wo kann man dich erreichen? Dann würde ich einfach auf meine Seite www.maritagrabowski.de. Da gibt es dann alle Infos und auch die E-Mail-Adresse und die Facebook-Gruppe und alles. Da könnt ihr einfach reinkommen. Und dann freue ich mich natürlich riesig über jeden, der wirklich bereit ist, da auch, ja, auch einen anderen Weg zu gehen. Genau, wir müssen nämlich alle heute noch in die Facebook-Gruppe von der Marita, weil noch 2 Mitglieder zu den 300. Ich erinnere mich, ja, ich war die 240, also es ist auch nicht so, dass du irgendwie 2000 Leute da drin hattest und dann sind nochmal 60 dazugekommen, sondern auch prozentual ist das ja ein riesiger Fortschritt, der da in den paar Tagen passiert ist. Genau, ja. Also wirklich sehr inspirierend und total spannend. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, sowas möchte ich auch, trag dich ein zum Telefonat. Ich freue mich, wenn du dabei bist und wenn wir mit dir telefonieren dürfen. Wir stellen dir keinen Strategiecoach oder sonst was dahin, sondern wir quatschen persönlich mit dir. Und dann solltest du mich sehr freuen, wenn wir uns dann mal persönlich kennenlernen und dann voneinander hören. Also trag dich jetzt ein. Alles Gute und bis später.